schon in der Vergangenheit öfters davon gesprochen, was uns doch mal Gronau und Ekaterinburg bzw. Novo-Urals eben miteinander verbindet. Also wir haben so 1994, 95 erfahren von der Gruppe Ökodefense, dass abgereichertes Uran von Gronau geliefert wird in meine Nachbarstadt Novo-Uralsk. Und damals haben wir auch die ersten Kontakte geknüpft, nach Münster und nach Gronau. Und wir haben auch viel gemeinsam gemacht. Wir haben auch viel gemeinsame Proteste organisiert, durchgeführt. Und das war irgendwie auch schön. Das waren also Aktionen, die sind teilweise gleichzeitig am gleichen Tag gemacht worden, in Russland und in Deutschland. Und wir haben ja ein Ergebnis. Wir haben ein Ergebnis, das ich sehen lassen kann, nämlich dieser Vertrag zur Lieferung von Uranhexafluorid nach Russland. Dieser Vertrag ist dann 2010 nicht mehr verlängert worden. Doch viel, viel Müll ist eben nach Novo-Urals geliefert worden. Und von diesem vielen Müll wurde gerade einmal 10% zurückgegeben nach Gronau, aber der Rest der lagert bei uns in Novo-Urals und der lagert dort unter offenem Himmel. Und deswegen bin ich unter anderem auch heute hier, bin ich auch in Deutschland, weil wir gehört haben, gerüchteweise, es könnte möglicherweise wieder diese Verträge wieder neu aufgenommen werden. Und wir müssen verhindern, dass derartige Verträge wieder neu geschlossen werden. Aber wir sind auch beunruhigt über den Müll, der schon da ist, über diesen Uran, über diese Uranhexafluorid, das also in großen, großen Mengen bei uns unter offenem Himmel lagert. Weil im Grunde genommen ist dieses Uranhexafluorid ist dann zu uns angeliefert worden und dadurch hat Deutschland sich eines Problems entledigt, aber Russland hat dafür ein Problem mehr. Ich denke, an der Stelle kann auch Svetlana gut weiterführen, weil sie aus einer Stadt kommt, die das gleiche Problem hat. Also auch in der Stadt, in der ich herkomme, nämlich Angarsk, auch diese Stadt wurde abgereichertes Uran aus Gronau und aus Frankreich von der Firma Areva angeliefert. Километра до ближайшего.
Und dieses Werk, es ist das Angarse Elektrolysekombinat, wo die Urananreicherung stattfindet, wohin auch dieser Müll geliefert worden ist. Dieses Werk ist auch innerhalb der Stadtgrenzen. Nun versuchen die sich mit einem einfachen Trick zu behelfen. Sie wollen also dieses Werk also aus der Stadt ausgliedern. Das ändert aber nichts an dem Umstand, dass es doch innerhalb der Stadt liegt, dieses Werk, und dass auch nur 3 Kilometer von Wohngebieten entfernt diese Lagerstätte für Uranhexafluorid überhaupt sind. Dafür, aber wir glauben, es besteht eben ein Zusammenhang zwischen der Lagerung dieses Atoms und der erhöhten Krebsrate unter Kindern in unserer Stadt. Und dass wir erhöhte Krebsraten bei Kindern in unserer Stadt haben, ist auch haben wir aus einer offiziellen auf einer offiziellen Stelle. Und es ist also eineinhalb Mal mehr bösartigen Krebs haben Kinder in Angarsk wie im benachbarten Irkutsk. Что изменилось за последние полтора года, когда уже я здесь была и рассказывала про наш город? Во-первых, произошло большое сокращение на комбинате. Если раньше работало 6 тысяч человек, еще в позапрошлом году, когда я приезжала сюда, было 4 тысячи человек работников, то сейчас их уже осталось 1500 человек. Was hat sich nun in der Zeit, seit meinem letzten Besuch in Gronau geändert? Ich habe noch beim letzten Mal gesagt, dieses Urananreicherungsanlage in Angarsk hatte bisher immer 6.000 Mitarbeiter gehabt. Dann waren es zu meinem damaligen Zeitpunkt 4.000 Menschen gewesen. Inzwischen sind es gerade einmal nur noch 1.500 Menschen, die in diesem Angarsk Elektrolysekombinat arbeiten. Раньше комбинат считался градообразующим предприятием. Und früher war auch dieses Kombinat praktisch eines der zentralen Fabriken, die für die Arbeitsplätze in der Stadt gesorgt hat. Сейчас налоговое отчисление комбината в общий бюджет Ангарского района и города Ангарска составляет примерно 2%. Aber inzwischen bezahlt dieses Kombinat gerade einmal 2% der Gesamtsteuern der Stadt Ангарск. Поэтому мы уже не можем назвать этот комбинат градообразующим. Das heißt, dieses Kombinat spielt schon lange nicht mehr diese Rolle in der Wirtschaft unserer Stadt, wie es früher gespielt hat. Что изменилось на хранилище гексафторида урана? После того, как я выступала здесь полтора года назад и говорила о том, что примерно 100 бочек в год разрушаются под воздействием агрессивного химического вещества и им требуется ремонт. Руководители нашего комбината сказали, что они заменили все бочки с гексафторидом урана, которые хранятся под открытым небом. Also ich hatte ja bei meinem letzten Besuch hier vor anderthalb Jahren hatte ich ja gesagt, dass mir Informationen vorliegen, dass jedes Jahr ungefähr 100 dieser Container mit Uranhexafluorid, bedingt durch diese eben chemische Aggressivität, dass die eben so borstig werden, dass sie eine Reparatur bedürfen. Und nachdem ich dann dies eben auch hier öffentlich gesagt habe, sah sich dann auch die Leitung dieses Werkes in Angarsk bemühte, in einer Erklärung verlautbaren zu lassen, dass man dieses Problem zwar kenne, dass man aber inzwischen alles Uranhexafluorid aus etwas schadhaften Containern inzwischen in absolut sichere Container umgefüllt habe. К сожалению, у нас нет возможности проверить, так ли это на самом деле. Но в любом случае хранение такого опасного вещества в черте города под открытым небом это опасно.
wir haben keine Möglichkeiten auch nachzuweisen, ob man uns die Wahrheit gesagt hat, aber egal wie es auch aussehen mag, Tatsache ist, es ist einfach gefährlich, eine derartige gefährliche chemische Substanz innerhalb der Stadtgrenzen zu lagern. Мы писали письмо министру экологии, бывшему министру экологии Федеративной Республики Германия по поводу нашего хранилища и спрашивали, интересуются ли они, как хранится уран с родом из Германии на территории российских предприятий и какое участие они собираются принимать в том, чтобы обезопасить жителей. Wir haben uns dann, also mehrere Bürger von Angas haben sich dann an einen Brief an den inzwischen ehemaligen Umweltminister Deutschlands, Norbert Röttgen, gewandt und haben ihm die Frage gestellt, ist denn Deutschland nicht der Auffassung, dass es auch eine Mitverantwortung trägt für das von Deutschland nach Angas angelieferte Uranhexafluorite und ist Deutschland nicht auch bereit, hier Verantwortung zu zeigen, der Bevölkerung in Angas auch eine größere Sicherheit zu geben und um auch Überlegungen anzustellen, was gemacht werden könnte, um dieses Uranhexafluorid zumindest in eine etwas weniger gefährliche Substanz umzuwandeln. Но получили ответ оттуда, что сейчас это ядерные материалы принадлежат России и Россия должна заботиться о том, чтобы они хранились безопасно. Aber in dem Antwortschreiben aus dem Umweltministerium hieß es, dass dieses Material doch jetzt Eigentum von Russland wäre und dass deswegen alleine Russland dafür verantwortlich wäre, dass hier eine sichere Lagerung stattfindet. Я думаю, что только совместно нам так как мы удалось предотвратить транспортировки этих ядерных отходов, точно так же удастся и предотвратить их дальнейшее накапливание, да? И как сделать более безопасным проживание жителей в этих районах, где они хранятся. Und ich denke, wir haben es doch gemeinsam geschafft, die Atommülltransporte zu verhindern, zu stoppen. Und vielleicht schaffen wir es auch gemeinsam, dass etwas getan wird, damit die Bürger von unserer Stadt etwas sicherer sind von dem von hier gelieferten Atommüll. Вот с этим флагом мы выходили на митинг в один день вместе с митингом, который проводился в городе Гранава, это в июле прошлого года. Wir sind übrigens mit dieser Flagge, die Sie hinter mir sehen, sind wir mal im Juli auf die Straße gegangen und es war auch zeitgleich am gleichen Tag, an dem auch in Gronau hier Menschen auf die Straße gegangen sind. Und wir werden diese Arbeit auch weiterhin mit unseren Kollegen fortführen.